Hallo, da bin ich wieder und zwar mit einem Haul-Video. Ich war bei Primark. Ich habe jetzt nicht besonders viele Sachen gekauft. Ich habe eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Sachen gekauft. Und ich dachte mir, 3 von den Sachen zeige ich euch in einem Outfit of the Day, weil es sonst einfach ein zu langweiliges Haul-Video wäre. Ich zeige euch jetzt erstmal 2 Sachen. Und zwar habe ich einmal ein Portemonnaie gekauft und zwar ist es dieses hier. Es hat so eine kleine Schlangenoptik. Es ist sehr, sehr hell, es ist beige und es hat diesen Verschluss. Für 5 Euro finde ich eigentlich ganz praktisch. Und es ist mein neues Portemonnaie, gefällt mir ganz. Ich stehe eher auf die flachen Portemonnaies, deswegen finde ich das hier genau richtig. Dann habe ich noch ein paar Lederhandschuhe. Ich wollte schon immer mal Lederhandschuhe haben. Hier ist dieses Lederzeichen. Also anscheinend ist das echtes Leder, was ich mir kaum vorstellen kann, eigentlich bei Primark. Aber ich habe sie mal gekauft. Und es ist die Größe SM. Und ich finde, sie passt eigentlich ganz gut. Man muss halt bedenken, dass Lederhandschuhe immer enger sind. Und ich wollte sie halt haben, weil ich glaube, im Winter zum Autofahren oder so finde ich sie angenehmer als Stoffhandschuhe. Und ich habe sonst immer die Lederhandschuhe von meiner Tante gemopst. Und jetzt dachte ich mir, ich muss endlich mal eigene haben, damit ich sie nicht immer von anderen Personen klaue. Hier habe ich dann noch eine Teasing Brush gekauft. Und zwar habe ich schon überall eine gesucht, bei Karstadt, bei Kaufhof, DM, Rossmann, überall. Und ich habe nirgendwo eine gefunden. Vielleicht war ich auch einfach zu blind. Aber ich weiß es nicht. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Natürlich, die Qualität lässt natürlich etwas zu wünschen übrig. Sie hat 1,50 gekostet. Also die Handschuhe haben 8 Euro gekostet. Und so sieht sie aus folgendermaßen. Was ich krass finde, sie ist etwas hart. Aber ich denke mal, Teasing Brush sollen so sein. Und sie ist da, um halt die Haare zu toupieren. Und ich wollte schon immer mal so eine so haben und ich dachte mir, für 1,50 Euro kann man nicht viel falsch machen. Dann habe ich noch eine Kette gekauft. Ich dachte mir, ich werde mehr Schmuck kaufen, aber ich fand diesmal den Schmuck bei Primark irgendwie nicht so. Ich finde, es gibt Phasen, wo er wirklich sehr, sehr schön ist, wo man viele Sachen findet, die man gesucht hat und dann zu einem billigeren Preis findet. Und ja, jetzt habe ich das hier. Und ich finde es sehr schön, es sind diese Colliers, also nicht Colliers, sondern diese Kragen-Colliers. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein ausgefallenes, florales Muster. Für 5 Euro ist es wirklich super und wenn ihr Schmuck sucht bei Primark, lohnt es sich fast immer für den Preis. Dann habe ich jetzt noch Schuhe und einen Pulli, den ich schon anhabe und ich werde euch das jetzt alles in einem Outfit of the Day jetzt zeigen. Ich trage jetzt die Kette, die ich euch eben gerade gezeigt habe, und zwar mit diesem Pulli hier. Dieser Pulli hat hier gestrickte Struktur und es ist, hat kleine Löcher, es sieht eher aus wie selbst gestrickt und es hat einen Farbverlauf und zwar von einem hellen weiß-gelblichen zu einem türkisen und ich finde den Pulli eigentlich sehr angenehm, die Ärmellänge geht bis hier. Und man kann es ein bisschen hochkrempeln und ich finde ihn eigentlich ganz angenehm, glaube ich, auch für Herbst oder so. Oder gerade, wenn man den drüber zieht, wenn man drunter nur einen Top anhat, damit es ein bisschen wärmer wird. So ein Drüberziehpulli halt. Und ich trage immer wieder meinen Lederrucksack. Ich weiß nicht, ich liebe ihn einfach und wie passt er zu allem. Und ich habe eh nicht so viele Taschen und diese Tasche, beziehungsweise dieser Rucksack, ist so ein Rucksack, der einfach zu fast allem passt. Und da es ein Rucksack ist, ist es nicht mal unbequem. Dann habe ich diese Jeans-Shorts, die habe ich vor Ewigkeiten, ich weiß leider nicht wo, gekauft. Die habe ich auf jeden Fall jetzt nicht von Primark. Und dann habe ich jetzt noch diese Schuhe hier an. Das sind Stiefeletten, die bis hierhin gehen. Sie haben einen Absatz, ja, vielleicht 10 cm. Es kommt vielleicht gut hin. Und das Einzige, was vielleicht noch auffällig ist an diesen Stiefeletten, ist der Reißverschluss hier. Aber ansonsten ist da nichts auffällig. Es ist wirklich ein simples Outfit, womit man aber jedoch schon noch ein bisschen auffällt aufgrund dieser Schuhe. Und ich zeige euch die Schuhe jetzt nochmal etwas näher. Hier sind sie und das sind, ich weiß nicht genau, es ist auch kein Beige, es ist irgendwie so was Gräuliches, also ich glaube so grau. Hier dieser dunkelbraune Absatz und ja, am Rand das Einzige, was auffällt, ist dieser Reißverschluss. Ja, deswegen habe ich mich direkt in diesen Schuh verliebt, weil man ihn wirklich zu allem kombinieren kann und von Primark.
20 Euro hat er gekostet und wildledermäßig. Das Einzige, was hier direkt passieren wird, ist, dass man durch das Laufen, seht ihr jetzt schon, diese Falte hier reinkriegen wird. Aber ich finde es nicht schlimm, jeder Schuh hat irgendwie Abnutzungsspuren und für 20 Euro ist das eigentlich völlig okay. Ich hoffe, das Outfit hat euch gefallen und fragt mich eben gerade nicht, warum ich weiß im Gesicht bin. Ich habe eigentlich automatische Belichtung, aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir das mal zusammen einstellen. Und ja, hier ist Belichtung. Manuell. Wenn ich jetzt auf... wo bin ich denn hier gelandet? Belichtung. Manuell. Wenn ich auf Plus drücke, bin ich sehr weiß. Drücken wir mal auf Minus. Das war, glaube ich... Nee. Das war automatische Einstellung. Hier sieht man das, eben gerade auf automatisch gestellt. Ich gucke eben gerade aufs Display, deswegen nicht wundern. Dann hätten wir hier manuell. Ich glaube, so ist es schon mal besser. Gerade wenn man ein bisschen Abstand hat, ist es eigentlich ganz gut. Umso näher man kommt, umso weißer wird man. Nochmal Minus. Finde ich persönlich ein bisschen zu dunkel, wenn man so weit hinten steht. Aber wenn man hier vorne steht, ist es gut. Und das andere ist viel zu dunkel. Ja, also meine automatische Belichtung, merke ich jetzt schon mal, ist ziemlich weiß. Wie ihr seht, ich glaube manuell eins runter. Seid ihr damit einverstanden, wenn man so bei dem Abstand steht? Ja oder nein? Schreibt einfach mal oder Daumen hoch, Daumen runter. Ja, würde mich mal sehr interessieren. Jetzt habe ich es mal ein bisschen mit euch eingestellt, damit ihr vielleicht ein bisschen zufriedener seid. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und sagt mal, könnt ruhig eure Meinung zu dem Outfit schreiben. Und ja, bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.